heute haben wir unseren zweiten Ultraschalltermin. Ja! Leute, eine neue Ära startet. Denn wir planen unseren Kleiderschrank. Das beschreibt so unser Leben. Ich wollte euch mal wieder ein kleines Update geben zu meinem Gewicht. Denn ich habe einen neuen Meilenstein erreicht. Ich habe gesehen als gehört. Good morning, ihr Lieben. Willkommen zu einem neuen Tag. Ich habe mich gestern gar nicht mehr vor euch gemeldet. Es ist auch ehrlicherweise gesagt nicht viel passiert. Ja. Jetzt habe ich heute Morgen, so gut es geht, versucht ein bisschen die Übelkeit und den Kreislauf alles in den Griff zu kriegen. Ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. Denn heute sind wir ein bisschen unterwegs. Wir haben ein paar coole Sachen vor. Nehmen wir euch natürlich mit. Jetzt bereite ich hier gerade meinen Water to go vor. Habe immer meinen riesen 1,5 Liter Stanley Wasser mit dabei. Als Safety first. Das wunderschöne Köln an einem Morgen. Geht's? Ja. Guten Morgen, Frau Mahoni. Kurzes Status-Update. Wie geht es Ihnen? Ich habe gerade auf der Autobahn gekotzt. Nein, stimmt, das war keine Autobahn mehr. Wir waren gerade von der Autobahn runter und ich sitze in Kurve. Schatz, anhalten! Dann ist er auf dem Seitenstreifen und ich mache die Tür auf. Ja. Oh, jetzt geht's mir, glaube ich, besser. Ich muss nur was frühstücken. Ja, und das machen wir auch tatsächlich, denn wir sind heute in einem Café, wo man All-You-Can-Eat-Pancakes essen kann. Aber man macht sie sich selber, das ist cool. So self-made am Tisch, ich bin sehr gespannt. Ich habe mich vorbereitet mit einem Shake, damit ich da nicht gleich 50 Stück esse, aber es ist ja. Ist so doof, weil ich glaube, ich kann auch nicht 50 Stück essen, weil ich so schnell satt bin immer. Ja. Aber ich würde das schon so lange machen und irgendwie hatte ich jetzt Lust drauf. Wir machen das jetzt. Wir verbinden das nämlich mit einem Besuch bei IKEA, Freunde. Und schaut mal, wer bei uns ist. Das war so klar. Die wunderschöne Sonne. Hört auf, uns zu belästigen. Ich weiß auch nicht, warum wir die Chaoten wieder mitgenommen Geil. Haben. Mann. Und die stehen einfach immer vor unserer Tür. Ja, Frechheit. Pancakes. Pancakes. Das ist so cool! Dreh mal. Ja, der ist super! Nein! Natürlich! Hä? Klar! Oh mein Gott! Ja, du magst den doch nicht so weiß! So dunkel! Ich will auch so ein Bubble hier! Also der glutenfreie Teig ist echt beschissen! So? Und flip! Der hätte noch ein bisschen gebraucht. Egal! Was ist denn mit deinem... Hä? Mit deinem glutenfreien Teig. Flip. Ich weiß nicht wie. Flip, Junge, flip. Ja. Das üben wir nochmal. Warte mal, das ist doch hier vielleicht. Warte mal. Ich versau nicht noch eine Platte damit. Nee, wirklich nicht. Vielleicht musst du den ein bisschen schütteln. Den nehmen wir nicht noch. Guten Hunger, Leute. Hallo, tatsächlich, da gehe ich mir den Finger anfassen, wenn ich den gleich esse. Hey, ich dachte, du willst ihn nicht essen. Natürlich esse ich den. Du bist so ein Stinkstiefel, Alter. Du hast gerade 30 Minuten gemerkt, ich dachte, du isst ihn nicht. Natürlich esse ich den noch. Ja, das wenn das nicht so heiß gewesen wäre, hätte ich dich jetzt da rein, so reingequatscht. Was wir machen, was wir haben, aber. Gut. Schmeckt es? Ja. Schaut, was meine Frau gezaubert hat. Ein Mini-Erdbeeren-Burger. Pancake-Burger. Pancake. Mit Schokosoße. Und Streusel. Hau rein. Perfekt. Delish. Das war der. Was? Das war der perfekte Abschluss. Super. Größe 9,5 mm. Oh, okay. War ein Wochenbericht. Ihr Baby fängt an, wie ein richtiges Baby auszusehen. Und winzige Paddeln beginnen sich zu bilden, die schließlich zu Händen und Füßen werden. Unser Cem kriegt Paddeln. IKEA! Freunde, unser Schlafzimmer wird Realität. Genau. Denn wir planen unseren Kleiderschrank damit das Zimmer für Little Mahoney.
frei wird. Ja, und wir wollen uns heute, also eigentlich nicht nur umschauen, sondern auch final schon konfigurieren. Mhm. Und da gucken wir jetzt nach Fronten und passenden Knöpfen. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass es tatsächlich das hier wird. Yes. Beige, Holz, Landhausstil, optikmäßig. Was richtig cool ist, das ist die günstigste Front, die die haben. Also es gibt noch vergleichbare, aber alle anderen liegen so bei 125 oder... 70 hier. Ja, aber 165. Also das ist grundsätzlich die günstigste. Nur günstiger wäre das hier noch, aber das finde ich... Ist eher so 2008. Jetzt muss ich nur noch mal entscheiden. Ja, für mich ist die Entscheidung klar, aber am Ende darfst du das auf gar keinen Fall. Nee. Da muss ich fast Veto einlegen. Ja. Das ist perfekt, ja. Aber ob schwarz oder schwarz ist egal, nur das Goldene bitte nicht. Nee, das hier. Ja. Okay, das heißt Flissberget und Enerida. Sehr gut. Ab an den Planer, Schatzi. Mega. Vamos. Also, wir haben in der Breite 2,97 Meter, Höhe 2,55 Meter. Ja, nervig. 2,7 Ja. Mann. 3 Zentimeter. Ja. Das ist so nervig. Ich habe auch, kann man nicht die Fußleiste aufmachen. Nee, die sind aus Dingens. Das geht leider das nicht. Das waren dann aber auch 2,99. Dann wären es 2,99. Das ist wirklich ärgerlich. Ich würde eher auf die 2,97 setzen und wenn dann hinten noch ein Spalt übrig bleibt, kann man irgendwas reinstellen. Das ist nie verkehrt. Dann arbeiten wir die Liste von oben bis unten ab. Ja. Erst die Korpus oder die Türen. So, wir sind fertig. Und es hält sich preislich echt in Grenzen. Da bin ich sehr happy drum. Ich hätte mehr gedacht. Also, es hat sich tatsächlich unser also ist alles nochmal geswitcht. Komplett anders, als wir gedacht hätten. Nur die Fronten, so wie wir wollten. Aber ich glaube, jetzt bin ich happy. Ja. Aber wir zeigen es euch noch nicht. Weil wir dann vielleicht zu 99% sicher. Ja, aber wir haben den Planungscode uns gespeichert und dann können wir zu Hause noch mal ein bisschen rumklicken und so. Aber ich sag dir ehrlich, besser als das wird es nicht mehr. Nee, finde ich auch. Wir haben Innenbeleuchtung auf jeden Fall. Wir haben noch ein cooles, praktisches Gimmick für mich. Ja, ich glaube, das ist cool. Aber wir müssen vielleicht hier gucken, das ist Glas gerade, glaube ich, ne? Nein. Nee, okay. Dunkelgrau. Okay. Ich will kein Glas. Ich will gar kein Glas mehr. Ja. Nee, weil das sah gerade so aus, als wäre das Glas. Okay. Ja, okay, perfekt. Sehr gut. Normalerweise ist diese 1-Euro-Pasta ein Muss, aber manchmal sind die so ein bisschen... Haben Sie denn ein Kind dabei? Weil sonst kriegst du den nicht, weil das ist ja... Warum kannst du jetzt heute nicht? Weiß ich auch nicht. Schon bodenlos, aber, oder? Mhm. Also die kostet einfach nur 1 Euro. Also sind auch nur Nudeln mit Tomatensauce, aber 1 Euro. Wie viel nochmal? 1 Euro. Alter. Schon immer. Weißt du nicht, dass das mal auf 1,50 erhöht wurde? 1 Euro. 1 Euro? 1 Euro. Krass. Weil das ja... Seit Jahren. Das ja, ist ja nur 1 Euro. Nur eine. Das heißt, mit 2 Euro kriege ich 2 Portionen? Mhm, mit 5,5. Alter, weil es kostet nur 1 Euro. Ja. Stark. Einfach keine normale Cola mehr, nur noch Zuckerfall. Haben die unten bei den Hotdogs aber auch schon ewig nur Zuckerfall. Was? Ich trinke auf Sie, Holdemeid. Auf Sie und Lady Mahoney. Das kam so random. Ja, weil das so ein Kälte ist. Hallo, wir sind wieder zurück zu Hause. Kobi ist gerade ins Fitnessstudio gefahren und ich gehe jetzt mal eine Runde mit Juli spazieren. Es tut mir immer... Warum siehst du gerade so komisch aus, Schatzi? Hallo? Guck mich mal an. Juli. Oh mein Gott, guck mal, wie dreckig es hier ist. Oh, wir haben so lange nicht gestaubsaugt. Sag mal Mama und Papa, das geht gar nicht. Schäm an aus. Das ist die wahre nackte Realität, Leute. Wie es aussieht in einem Haus, wenn man nur auf der Couch liegt und chillt. So, ich wollte eigentlich ganz kurz nur sagen, dass ich finde, findet ihr das nicht auch? Doch, das findet ihr, glaube ich, auch. Dass es hier irgendwie im Flur so nackig aussieht. Also wisst ihr, diese Wand hier. Und ich habe jetzt heute überlegt, ob man hier irgendwas hinmachen kann. Ich habe an so Wandpaneele gedacht. Die kennt ihr bestimmt, diese Holz... In so eine Holzoptik, so Wandstreifen, die so hoch und runter gehen. Ja, die einfach dahin, damit es einfach so ein bisschen wärmer aussieht, weil es so ja, kalt, weiß, nackig ist. Hier kann man aber auch nicht wirklich irgendwas auf den Boden stellen, weil ja hier ist halt die Haustüre und die Badezimmertüre. Ja, deswegen dachte ich, so Wandpaneele hier hin wäre eigentlich ganz schön. Oder man könnte da so 3 Bilder aufhängen. Das könnte auch schön aussehen. So kleinere. Zack, zack, zack. Finde ich auch schön. Weiß nicht, vielleicht habt ihr ja noch irgendwie eine andere Idee. Ja, ich gehe auf jeden Fall jetzt erstmal mit kleinen Julinsk. Nee? Jawohl, let's go! Kollege. Okay, du darfst. Bei diesem schönen Sonnenuntergang. Pretty. Yay! Oh, das ist zu weit, Schatz. Ein Stück. Nein. Zu weit? Ein Stückchen noch? Ja, super. Wie er es immer so richtig schmeißt. So eine Spotzkanone, dieser Hund. Wirklich.
Hello, hello, my friends. Hier wird jetzt Pause gemacht. Und Jules will raus. Jawohl. Und sofort. Ich bin nämlich jetzt auf geheimer Mission. Ich möchte hier ein bisschen was machen, denn ich habe mir ein paar Sachen bestellt. Und zwar, diese Frau. Wenn sie nicht schwanger wäre, ne? Was ist mit dir? Was willst du? Lass mich hier meine Kram machen. Ja, danke. Ich habe nämlich was bestellt, um unser Zuhause hoffentlich noch etwas sicherer zu machen. Für die Leute, die den Podcast hören, die müssten schon wissen, dass eine meiner größten Ängste ist, dass bei uns eingebrochen wird. Das ist so ein bisschen, weil bei meiner Mom früher bei ihren Eltern, also bei meinen Großeltern, als sie da noch gewohnt hat, ist mehrfach eingebrochen worden. In der Zeit, wo sie dann schon nicht mehr da gewohnt hat und nur meine Großeltern da gewohnt haben, ist auch nochmal mehrfach eingebrochen worden. Und das hat mir einfach so, also ich habe sogar schon nicht live miterlebt, aber durch sie Sachen erlebt, dass sie im Wohnzimmer saßen und im Schlafzimmer ist währenddessen eingebrochen worden und so verrückte Sachen. Und deswegen bin ich ja sehr darauf bedacht, dass unser Grundstück hier sicher ist. Ne? Und als wir hier eingezogen sind, habe ich eigentlich schon das ganze Grundstück so abgesichert, aber es gibt halt jetzt gerade noch zwei, drei Winkel, die noch nicht auf der Kamera zu sehen sind und die will ich jetzt quasi abdecken. Und dafür habe ich beim Amazon Prime zugeschlagen und habe ganze, ich glaube, 200 Euro gespart für ein Kamerasystem, was eigentlich 300 kostet und ich habe nur 100 bezahlt. Und das bringen wir jetzt an. An der Stelle kleiner Disclaimer. Die besten Soßen der Welt kommen wieder in den Shop, Freunde. Der Nachschub kommt. Der Nachschub kommt. Ich sag euch noch genau Bescheid, wann oder wir. Aber er kommt. Zödele. Jawoll. Okay, wir haben eine Indoor-Kamera und vier weitere Outdoor-Kameras, die mit Batterie laufen. Ich bin sehr gespannt. Warte, was macht der hier? Weißt du, ich war gerade am Schlafen. Ja, kannst du das vielleicht mal nicht so heikel machen? Das gefällt mir nicht. Ich teste jetzt hier. Ach Gott. Leute, der Typ ist doch bekloppt. Ja, warte. Erstmal testen, ob sie geht hier. Kannst du bitte vorsichtig machen? Hallo? Ja, natürlich mache ich vorsichtig. Ja, dann antworte mir. Ja. Das ist doch 1A, oder? Ja, schon. Mach mal schnell an und komm wieder zurück. Guck mal, wie tief es da runter geht. Komm, bring an und komm wieder zurück. Jetzt kommt sogar schon der Hund gucken, was der Papa hier macht. Ja, geh mal schnell wieder weg, Juli. So würde ich sie jetzt festkleben. Was sagt die Kamera dann? Wieso windet es hier so? Ja, halt dich bitte fest. Oh Mann, ey Leute, mir ist so übel. Was ist denn schön in unser Gartenhaus? Oh! Ich hatte gehofft, dass ich den Allzweck-Wetterdicht dafür benutzen könnte, aber wahrscheinlich brauche ich doch Spezialkleber. Naja, oder du musst es einfach mal ein bisschen halten, ne? Ist ja noch nicht getrocknet. Ja, ich würde sagen, professionell angebracht, ne? Sieht doch super aus. Gesichert. Kleber. Es ist nur ein bisschen runtergerutscht, aber jetzt hat es sich festgesetzt und es ist quasi hier jetzt eine Schnur da unten festgemacht, dass wenn sie fällt, dass sie dann hier lang baumelt und ich sie retten kann. Was sagen wir dazu? 1A, ne? Ich sag dazu, das ist so ein bisschen, das beschreibt so unser Leben. Weißt du? Alles hängt am seidenen Faden. Aber trotzdem hält's. Irgendwie hält's. Irgendwie hält's. Ja, ich würde aber tatsächlich sagen, dass ich die anderen jetzt nicht so krampfig anbringe, sondern richtigen Kleber kaufe. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ich da holen soll. Montagekleber, Spiegelkleber, Außenspiegelkleber, vielleicht gibt es Außenkleber für sowas. Ich will das nicht bohren, weil das irgendwann auch wieder mal vielleicht abgehen soll, ne? Ja, und deswegen klebe ich sie nur fest. Guter Typ. Mhm. Okay, das ist wirklich wieder ein brillant, genialer, harter Cut, Freunde. Von wir machen zu Hause Kameras zu wir sitzen bei den Johnsons im Garten. Hallo. Und essen Thai Curry. Wow. Oh, hallo. Guten Hunger. Lassen Sie es hier schmecken. Nein, oder? Wir haben jetzt schon den einen oder anderen Sturm überlebt, aber zu 100% vertraue ich dir. Scheiße, zu klatschen und die ganze Curry. Ja, das trotzdem. Guten Hunger, Freunde. Good. Wow. Good morning in the morning. Today is Freitag und heute haben wir unseren zweiten Ultraschalltermin. Ja, let's go. Yeah. Wir haben gestern übrigens nicht mehr viel gemacht, außer mit anderen Tim gegessen und gequatscht.
Und gegessen und gequatscht und gegessen und gequatscht. Ja. Aber, also erstens, da sind noch ein paar Cameras, die noch fertig gemacht werden heute. Wir müssen unbedingt gleich danach in einen örtlichen Baumarkt. Ah ja, genau. Ja. Aha. Und ich wollte euch jetzt, völlig random ist das, aber ich wollte euch mal wieder ein kleines Update geben zu meinem Gewicht. Denn ich habe einen neuen Meilenstein erreicht. Und zwar unter 93. Los, oh mein Gott. Was für Schuhe? Du siehst aus wie ein Assi. Ja, Mann. Nee, hallo. Es ist Birki. Birkis sind nicht asozial. Birkis sind. Mit Socken? Das sieht schon richtig assi aus. Nein, das sieht richtig Birki-Rentner-mäßig aus. Ja, total nett, dass meine Frau mich unterbrochen hat. Ich wollte euch. Ich meine, das Handy will ich ausreden lassen. Ich wollte euch eigentlich nur sagen, dass ich einen neuen Meilenstein erreicht habe und ich jetzt offiziell unter 93 Kilo bin, ne? 92,8. 92,8, meine lieben Freunde. Das bedeutet inzwischen, ich bin bei über 35 Kilo abgenommen und jetzt auch schon über 7 Kilo unter den 100, was ja der absolute Wahnsinn ist, weil die 100 war ja immer diese blöde magische Grenze, die ich unbedingt knacken wollte. Die habe ich jetzt geknackt, ne? Und jetzt bin ich schon 7 Kilo darunter. Wobei viel zu wenig als ich. Nein, das ist nicht der Fall. Ja, du hast schon so viel von diesem Puffrest da unten. Also wirklich ganz schlimm. Das ist mir immer ja, irgendwas wollte ich sagen. Handy fällt jetzt eben. Nö. Ich habe das ja stabil heute. Ich habe das heute stabil gemacht. Du glaubst mir nicht, ne? Verdammt! Okay, also das Wetter, das hat nicht so wirklich Bock. Es ist schon am Rainen, muss man sagen. Jetzt nicht doll, aber... Wisst ihr, was das Nervigste ist, wenn es regnet? Wenn man Brillenträger ist. Ja, das stimmt. Und dieser Busch muss mal geschnitten werden. Ey. Ja. Nein. Einspaziert. Man muss aber tatsächlich sagen, ihr merkt vielleicht, dass wir ganz gute Laune haben, weil wir uns eigentlich sehr, 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 sehr freuen und natürlich nur positive Vibes jetzt haben. Natürlich. Ja, und deswegen... Wir sind überhaupt nicht aufgeregt. Ja, doch aufgeregt, aber positiv aufgeregt. Wir freuen uns, unseren Champion da wieder... Ja, ich würde ihn am liebsten jeden Tag sehen. Kann man sich nicht so ein Ding für zu Hause kaufen, dann macht man den ganzen Tag so... Nein, also sehen nicht. Die Strahlen sind nicht so gut bestimmt, ne? Weiß ich nicht, aber es gibt so Geräte, wenn das irgendwann schon sehr weit ist, kannst du so Geräte, wo du den Herzschlag hörst. Und das machen manche damit für sich selber immer. Es gibt zum Beispiel auch sowas, dass du eine Vorplazenta hast. Das heißt, du spürst sehr, 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 sehr spät erst die dritte vom Baby, weil die dann vorne liegen. Dann spürst du das nicht. Spürst du das erst richtig, richtig spät. Und dann holen die sich halt so ein Ding, um das so zu hören. Das, auf geht's, ne? Bist du bereit? So ein kleines Reiskörnchen letzte Woche. Boah. Also jetzt können wir auch richtig das Herzchen hören. Hatten wir das letzte Woche richtig gehört? Ja, so ganz leicht. Also eher den Ausschlag gesehen als gehört. Was? Oh mein Gott. Unser Champion wächst. Oh, wir müssen drücken. Moment. Das ist unangenehm, wenn die Tür offen ist. Unser Champion wächst. 1,5 cm. Hä? Er sah so riesig aus. Ey Leute, letzte Woche ja, war das ein kleines Reiskörnchen. Es war so winzig. Jetzt war das so ein Riesen. So riesig. Oh, das sieht alles toll aus. Es geht dann immer ganz schnell. Von Woche zu Woche. Das wird jetzt die nächsten 2 Stunden so gehen, ne? Dass Romaroni sich das so anguckt. Freunde, das ist wirklich verrückt. 1,5 cm. Herzschlag ist da, Entwicklung ist toll. Es wächst und wächst. Vor allem, wir haben so einen Meilenstein. Jetzt sprechen wir schon von Zentimetern, nicht mehr Millimeter. Hä? Zentimeter. Wenn ihr nicht sitzt, setzt euch kurz hin und haltet euch irgendwo. Mhm. Sie hat gesagt, wenn alles so normal weiterläuft, dann würde man nächste Woche schon Bewegung sehen. What? Hä? Vor allen Dingen, der App steht doch bis 0,98 Millimeter. Und unsere ist jetzt schon bei 1,5 cm. Er ist so ein Champion. Er wächst. Hier, 9,5 mm. Und wir haben 1,3 cm. Das ist wirklich der Wahnsinn, Freunde. Boah, jetzt können wir richtig geil ins Wochenende starten. Ich bin richtig, richtig glücklich. Hammertag. Boah. Das ist ein Hammertag. Ah, ich bin so glücklich. Ich pack's nicht. Oh, dafür Tim. Vom Ultraschall direkt in den Baumarkt, weil wir überlegt haben, wegen diesen Wandpaneelen. Ja, eigentlich mal, braucht er so diesen Kleber für die Kameras, genau. Aber... Und ich habe schon ganz, ganz lange, hat meine Frau sich gewünscht, und ich versuche natürlich als guter Ehemann ihre Wünsche umzusetzen,
ganz, ganz lange gewünscht, dass sie im Spiegel im Flur einen Hintergrund bekommt. So, das ist aber nicht so einfach zu lösen und jetzt zu streichen ist irgendwie blöd, wack. Deswegen habe ich an Akustikpaneele gedacht, weil Holzoptik gefällt ihr, ne? Du würdest dann aber schon auf das Eiche das tun, helle, ja. Nicht das hier. Nee, das ist mir, glaube ich, zu dunkel. Ja, ich glaube schon das helle. Ja. Das könnte zu dunkel wirken. Ich persönlich auch machen. Weil wir haben alles hell und weiß. Ja, genau. Okay, also so wie es aussieht, nehmen wir jetzt gerade spontan hier Paneele mit. Zwei Paneele, ich habe extra die besten ausgesucht. Achtet bei sowas immer wirklich, Tipp vom Profi. Er achtet bei sowas immer, dass die Kanten sauber sind und dass alles auch wirklich ganz ist, weil ich hatte gerade die erste Paneele in der Hand. Da war hier so eine fette Macke drin. Ja, das hätte man war abgesplittert. In der Wand hätte man das gesehen, auf der Wand. Ne? Das wollen wir natürlich nicht. Ja, Mensch, ist das laut hier. Ich finde es schön, dass du dich direkt kümmerst. Ja, oder? Süß. Ja, ich finde, das ist cool. Wir gucken jetzt mal, wie es aussieht, hoffentlich. Gut. Und ob ich das mit dem Zuschneiden hinkriege. Ja, wollen wir mal sehen. Ja. Wir haben irgendwie nicht überlegt, ob das Ding da reinpasst. Stunde der Wahrheit. Haben wir irgendwie nicht darüber nachgedacht? Doch, klar. Warte, hat mein Augenmaß doch. Warte. Oh, oh, es kann sein, dass aber der Kofferraum nicht zugeht, das ne? Das ist Maßarbeit, Dave. Weißt du, wenn die genau jetzt reinpassen, dann sind es genau die gewesen. Ich kann leider nicht helfen. Das ist echt immer ein Jammer. Ja, das ist gut. Könntest du, ich heb an und du schiebst? Ja, tu ich ja doch was hier. Schiebe. Schiebe. Sind drin? Ich habe absolut nichts gemacht. Ja, aber ich denke, ich weiß nicht, ob der Kofferraum jetzt zugeht. Ja, das gucken wir doch jetzt. Hast du Schlüssel? Ja. Hey, warte mal, was ist denn, wenn wir doch meinen Sitz nach vorne machen? Und du dich nach hinten setzt? Ich setze mich hier links hin. Ja, warte, wir können einfach... Weiter nach rechts. Ja, warte, halt mal hier das so. Mehr geht jetzt nicht. Komm schon, komm schon, komm schon. Also für mich gab es jetzt hier noch eine Pommes. Wie läuft's bei dir so, Schatz? Super, hallo. Trink mal mal. Ah, hi. Ah, hallo. Entschuldigung, haben Sie gerade versucht, mir eine Pommes zu klauen? Wo geht... Ja... lecker. So sieht's jetzt aus. Cool, ab nach Hause. Was ist? Ich dachte, du bringst den Laptop. Was bringe ich? Den Laptop. Ja, aber wieso filmst du mich einfach? Du filmst mich auch manchmal. Wenn ich dir in die Nase gepuppelt hätte. Dann hätte ich das jetzt live auf Kamera gehabt. Spaß. Also wenn ich dir den jetzt so gebe, mit nur einer Greifhand, mit dieser Greifhand, der fällt runter auf den Hund, weil du wirst den nicht halten können. Der ist so schwer. Ja, okay, dann lass es. Leute, eine neue Ära startet. Vielleicht erkennt der eine oder andere schon an der Musik. Oh, gibt es da Musik? Frau Mahoney ist jetzt im Sims 4 Game. Ja, ich weiß noch nicht. Ich versuche es jetzt mal. Ich teste es aus. Selina hat mir nämlich geschrieben und meinte so, oh mein Gott, Mone, du musst es spielen, weil da gibt es jetzt so eine Pferderange und ich kann Gemüse anbauen und alles mögliche. Und das habe ich Vicky gefragt und die spielt das schon richtig, richtig lang und sie meint, sie liebt es und keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich kann aktuell ja nicht lesen, weil mir den ganzen Tag schlecht ist. Also versuche ich das jetzt mal, um so ein bisschen meine Langeweile zu vertrainen. Ja, ich bin gespannt. Wir testen das jetzt mal. Ich muss mir jetzt erstmal einen Charakter erstellen, oder? Mhm. Wir machen jetzt hier mal ein neues Spiel. Guck mal, jetzt drückst du schon da wieder. Entschuldigung. Ich will drücken. Yeah. Okay, Moment. Emily hilft dir. Willkommen im Erstellen deines Sims-Modus. Mein Name ist Emily. Jetzt gibst du Name und so ein. Vornamen. Super.